Aus alt macht neu. Wir durften diesem Raum, dieser Küche ein neues Gesicht geben und bei der Küchentour viel Spaß. Grüße von Gutsmann Küchen, denn Essen gut, alles gut und das kommt von Küche gut. Auch heute befinden wir uns hier wieder in einer guten Küche aus unserem Hause. Und ja, wo sind wir denn eigentlich? Wir sind hier in Berlin und durften diesem Raum ein neues Gesicht geben. Der Raum ist ca. 12 Quadratmeter groß. Das ist ein Fertighaus. Und ja, wo unsere Kunden hier vor vielen Jahren eingezogen sind, haben sie ihre Küche damals mitgenommen und wollten jetzt eine Veränderung. Und ob uns diese Veränderung gelungen ist, das dürft ihr gerne in die Kommentare schreiben. Und dann starten wir hier mit unserer Küchentour. Was haben wir denn überhaupt für eine Küche geplant? Wir haben hier geplant eine Ballerina-Küche. Wir haben die Front Smart Glass Matt im Farbton Carrera Weiß und wir haben eine 16 mm starke Schichtstoffplatte im Dekor Ferro Schwarzgold. Das erstmal die Fakten zum Dekor. Apropos Farbe, da hat natürlich Katrin, meine Frau, wieder ihre Finger im Spiel gehabt, denn unsere Kunden wollten ursprünglich eine sandfarbene Front und waren sich damit ziemlich sicher. Katrin ist also ein bisschen empathisch und intuitiv unterwegs und hat unserem Kunden den Weißton empfohlen. Unsere Kunden haben beide Farbvarianten mit nach Hause genommen und am nächsten Tag kam schon prompt der Anruf und unsere Kunden haben mitgeteilt, sie haben sich sofort für den Weißton entschieden, wo sie beide Fronten hier in der Küche hatten. Dann seht ihr schon, wir haben hier eine sehr geringe Sockelhöhe, denn wir haben die Küche geplant mit einer Korpushöhe von 84,5 cm. Das Ganze grifflos mit einer beleuchteten Kehlleiste unterhalb der Arbeitsplatte und die Küche ist komplett auf Kundenwunsch mit übertiefen Arbeitsplatten geplant, aber dazu kommen wir im Video noch später. Wir starten hier mit dem Vorratsschrank hier in der Ecke und beim Vorratsschrank ist es ja so, dass eigentlich diese beleuchtete Kehlleiste nicht möglich ist, also durften wir hier wieder in die Trickkiste greifen. Und zwar haben wir einen Unterschrank geplant mit Tür, zwei innenliegenden Auszügen und haben darauf einen Aufsatzschrank gesetzt mit Innenschubkästen. Und das Ganze dann als Vorratsschrank hier an der Stelle umgesetzt. Dann gehen wir hier weiter. Hier haben wir nochmal einen 30 cm Unterschrank mit zwei Auszügen. Wir haben den Spülenschrank auch wieder mit zwei Auszügen. Diesmal ohne Abfallsystem. Das ist woanders eingeplant, denn hier geht es wirklich darum, dass hier an dieser Stelle gespült wird. Apropos Spüle, wir haben hier eine Schockspüle, die Mono und mit einer Schockarmatur ergänzt. Die Armatur haben wir euch auch schon mal in unserem Messe-Neuheiten-Video mit vorgestellt. In voller Gänse, da halt die Empfehlung einfach mal über die Infokarte oder die Videobeschreibung den Link auf dieses Video nutzen. Warum haben wir jetzt hier den Spülenschrank und auch die Spülmaschine mit der doppelten Kehlleiste ausgeführt? Zum einen, klar, weil wir es können, denn wir haben ja die übertiefe Arbeitsplatte, somit kann der Geschirrspüler, weil er ja eine aufgedoppelte Front bekommt,
nach hinten gesetzt werden, weil wir ja den Platz haben. Und zum anderen natürlich wegen der Optik. Das war unseren Kunden hier an der Stelle ganz, ganz wichtig. Denn, wie eingangs gesagt, die Küche soll ja ein neues Gesicht bekommen. Und so, ja, wie ich vorhin vor dem Videodreh in die Küche reingekommen bin, ich kannte sie schon von den Bildern, aber jetzt neu, fertig im Original, bin ich reingekommen und habe unsere Kunden erstmal gefragt, ob sie hier angebaut haben, weil die neue Küche, der neue Raum wirkt viel, viel größer. Und das Feedback unserer Kunden war, ja, der Raum wirkt größer. Und das war auch das Feedback von den Gästen, die bisher hier zu Besuch waren und die neue Küche bewundert haben. Ja, die Unterschränke sind ja ergänzt worden, logischerweise hier um Hängeschränke, um eine ganz besondere Glasrückwand mit einem Motiv. Und bei der Planung war es so, dass ja der Erstentwurf so ähnlich aussah wie jetzt das Finale, aber wir in der Planung ja etwas Geduld aufbringen durften, denn wir sind hier gerade im Hängeschrankbereich in der Planung nochmal, ja, haben eine andere Idee verfolgt und hatten das Ganze ein bisschen geplant wie ein Küchenbuffet. Aber da haben sich dann unsere Kunden entschieden von Termin zu Termin. Wir lassen ja unseren Kunden in der Planung immer stückweit den Freiraum, sich dann auch mit der Planung zu beschäftigen und nicht ad hoc Entscheidungen zu treffen. Und ja, und sind dann im Laufe der Beratung, der Planung wieder zu der Ursprungsidee zurückgekehrt und haben das Ganze dann natürlich verfeinert und schick gemacht. Und ja, wir haben passend zum 30er Unterschrank dann das 30 cm breite Regal dann hier im Holzdekor, um das Ganze ein Stück weit auch aufzubrechen und wohnlich zu gestalten. Und dann zwei 60er Hängeschränke geschlossen, kein Glas. Auch das hat man mal zwischendurch angetestet, wie das mit Vitrinenschränken ausschaut, das Ganze. Und das passt ja super zum 60er Spülenschrank, zum 60er Geschirrspüler. Und wenn wir einfach dann hier weitergehen, haben wir dann einen Kochstellenschrank, passend für die Kochutensilien. Dann haben wir ein 80 cm breites Kochfeld aus dem Hause von Bosch und haben hier kein Induktionskochfeld, sondern wir haben hier ein Kochfeld mit Strahlungswärme und hier zwischen den Hängeschränken eine weiße Fallmeckhaube, eine Kopffreihaube geplant. Diese auf Umluft und hinter der Haube läuft nochmal das Holzdekor und bringt somit hier das Designelement mit dem Regal wieder die entsprechende Verbindung. Und ja, dann gehen wir um die Ecke. Wir haben hier das Eckpassstück, was zum Eckschrank gehört. Wir haben in dieser Küche zwei Eckschränke, zwei Lemon-Schränke und auch hier wieder die übertiefe Arbeitsplatte, die ins Fenster läuft, also die Fensterbank ersetzt. Und auf den Bildern habt ihr es ja gesehen, die Küche hatte ja einen Fliesenspiegel. Den Fliesenspiegel haben wir hier komplett mit Nischen verblendet, ausgekleidet und ja, haben natürlich dann auch die Fensterleibung entsprechend mit neu gestaltet. Und ja, mit Smart Glass kann man nicht nur 16 mm starke Platten bekommen, sondern auch 4 mm starke Platten. Und diese haben wir dann hier eingesetzt als Leibungsverblendung. Das soll dort auch das Ganze ganz problemlos abgewischt werden kann. Ja, die Nischenverkleidung hier an der Stelle von Werk gleich ausgeklinkt. Und da wir ja hier Fliesen oder die Fliesenstärke überbrücken mussten, haben die Hängeschränke alle auch eine Korpusseitenvertiefung, damit wir dort entsprechend die Tiefen ausgleichen konnten. Apropos Maße anpassen, Maße ausgleichen. Der Raum war ja da, hat uns gewisse Maße vorgegeben und zwei Eckschränke geben auch die Maße vor und dann blieb eine Lücke übrig und normal passt da in diese Lücke kein Auszugsschrank. Aber Ballerina Küchen bietet uns ja die Möglichkeit, die Schränke auf ein Wunschmaß anzupassen. Wichtig, Auszugschränke auf das Wunschmaß anzupassen
Und ja, das haben wir hier wahrgenommen und haben den mittleren Auszugsschrank hier auf diese Küche anpassen lassen. Und ja, passt wie die Faust aufs Auge, würde ich sagen. Apropos wie die Faust aufs Auge, da gehen wir mal hier rum, ist natürlich die Hochschrankanlage, deckenhoch geplant das Ganze. Und ja, die Geräte, die sind natürlich hier vom Dekor her schwarz in der weißen Küche ein kleines Highlight. Das Ganze auch wieder mit der schwarzen Abdeckleiste, damit man hier den weißen Korpus nicht durchschimmern sieht. Und wenn wir jetzt hier schauen, haben wir ja den Jalousieschrank in Smart Glass. Demzufolge ist er natürlich dekor- und farbgleich mit den anderen Fronten. Und ja, das eigentliche Highlight verbirgt sich hinter der Jalousie, denn das war Priorität in der Küchenplanung, dass die ganzen Geräte, die wir hier sehen, die vorher auf der Arbeitsplatte standen, weil sie auch alle in Gebrauch sind, dass die alle vernünftig verstaut werden und dass die Arbeitsflächen frei sind und hier auch als Arbeitsflächen genutzt werden können. Also hat dieser Jalousieschrank nicht nur ein Auszugstablar, sondern der hat gleich ein zweites Auszugstablar bekommen, damit hier wirklich die Geräte alle verstaut werden können und mit einem Tip-On raus aus dem Schrank und von dem Tablar genommen werden können und natürlich zum Einsatz kommen. Das an der Stelle ganz, ganz wichtig. Apropos zum Einsatz kommen, wenn natürlich hier auf dieser großzügigen Fläche gearbeitet wird, haben wir jetzt schon als Feedback bekommen, ist es natürlich sehr schön, wenn der Abfallsammler geöffnet bleiben kann, während hier gearbeitet, geschnippelt wird und man kann die Abfälle dann direkt in den Abfall packen. Und das hatte ich ja gesagt, der Abfallsammler verbirgt sich jetzt an einer anderen Stelle, nicht im Spülschrank, sondern der ist untypischerweise hier unter dem Kochfeld, also im Kochstellenschrank, mit eingeplant. Wir haben hier drei vernünftig große Behälter und wenn jetzt halt hier an der Stelle wirklich gearbeitet wird, kann das alles hier gleich wunderbar im Abfallsammler verschwinden. Ja, und was fehlt noch in unserer Küchentour? Natürlich das Kühlgerät. Das Kühlgerät verbirgt sich hier an dieser Stelle, deshalb dann auch hier die senkrechte Kehlleiste, damit man das Ganze dann auch gut öffnen kann. Ja, und jetzt seid ihr gefragt, hat euch diese Küche gefallen? Habt ihr Inspiration für eure Küchenplanung bekommen? Dann gern einen Daumen nach oben. Weitere Küchentouren, weitere Inspirationen findet ihr über den Link. Unseren Kanal könnt ihr kostenfrei abonnieren über das Gutsmann Küchenlogo. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder immer mittwochs und sonntags, wenn es heißt Küche gut, alles gut. Ciao, tschüss, euer Robert.